Willkommen bei Karl Klemmt. Guck mal, er ist wieder Bild. Wir machen zwar keine Vontex mehr, deshalb ist ja auch kein Tisch, aber zumindest das Intro und das Outro wird mit mir Bilde sein. Und zusammen mit dem Karlchen und dem Earl. Und hier ist noch der Bob. Und das heutige Video, wir gucken uns mal ein Set an aus einer allumfänglichen Großoffensive, was verknüpfte Themenwelten von Lego 2024 angeht. Und zwar Space. Das gibt's bei, ich glaube, ich habe jetzt nicht alle im Kopf. Es gibt's bei Duplo, bei Friends, bei City, bei Creator, bei Technik. Ja, ich glaube, ich habe so alle. Aber es gibt es überall City, es gibt es überall Space. Und zwar cooles, neues, abgefahrenes Space mit interessanten Konstruktionen. Und wir gucken uns heute mal den Rover an. Der hat so eine leichte Technikfunktion, deshalb finde ich den spannend. Und wir gucken uns mal an, gewohnt mit allem, was da drunten dazugehört. Wir gucken mal an, ob der wirklich geil ist oder ob das eher so okay ist. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video und wir sehen uns spätestens im Outro wieder. Bis gleich. Dann kommen wir mal zur Box. Große Box für so ein Set. Also, naja, City-Box halt. Moderat dick. Schön, richtig schön Aktion auf dem Bild, wo der Warper hier rumdüst und dann hier die Aliens. Schön, dass man wieder ein bisschen Space gibt mit Aliens. Das finde ich natürlich sehr klasse. Dann hier so ein Robotervieh. Und hier sieht man schon die Fede-Elemente. Sehr interessant. Bin sehr gespannt, den zu bauen. Und dann hier die Space-Signatur quasi für dieses Jahr, glaube ich, sechs oder sieben Themenwelten, die alle Space-Sets rausbringen. Sehr interessant. Natürlich halt mit dieser Planetenoberfläche. Rückseite. Federung. Man kann Kanzel und hier den Laderaum öffnen. Hier mit der Rampe. Und hier ein bisschen gerümpelt. Zwei Astronauten, zwei Aliens, ein Roboter. Ich bin schon sehr auf den Bau gespannt und was tatsächlich die Endergebnis. Dann mach mal die Kiste mal auf. Hier mit zwei Laschen. Einmal oben und einmal unten. Wow. Papiertüten. Okay. Für mich aktuell echt was Neues. So, wo packen wir die Box hin? Also, wir haben hier ein erbärmlich dünnes Heftchen. Und dann hier der Bauspaß. Mit gewohnt diesem Streifen mit dem Männchen, was halt die Anzeige ist für die Leute, die zu blöd sind, Seitenzahlen zu lesen. Naja. Papiertüte. Okay. 3, 2, 4, 1. Und dann noch hier diese Reifen, die es schon seit Urzeiten gibt. Aber gut, halt. Was heißt die Reifen? Das sind diese Plastikräder. Na gut. Papiertüten. Ein neues Feature von Lego. So, dann hier mal das Rumpel noch zum Zeigen. Dann, ich weiß echt nicht, warum die Leo diese dusselige Angewohnheit hat, diese Mini-Anleitungen oder diese City-Sets in so tausend Sachen zu splitten. Ich meine, trauen die einem, für wann ist das Set? 6 plus, trauen die einem Sechsjährigen nicht zu, dass sie das am Stück bauen? Okay. Na gut, ihr kennt mittlerweile das Spiel oder die es noch nicht kennen. Es gibt jetzt ein bisschen Musik auf die Ohren und dann sehen wir uns gleich mit der Review vom Set wieder. Ganz viel Spaß beim Zugucken. Bis gleich. Thank you.
ist er. Ein kleiner Rover. Dazu, also ich zeige erstmal einen Überblick, das gibt es der Rover. Und hier ist ein Kratergemüse mit Aliens. Also halt, ja, interessantes Design. Die Figuren zeige ich euch nachher. Und dann haben wir hier noch so ein Robotervieh, was aussieht wie ein Staubsauger. Also, Rover, Funktionen, er rollt. Die vordere Achse sind individuell aufgehängt mit einer Federung. Das heißt, er federt. Für meinen Geschmack ist der Federwiderstand, dadurch, dass das an Friction Pins befestigt ist, ist das nicht so ganz leichtgängig. Finde ich ein bisschen schade. Aber das heißt, wenn man über was rüberfährt, er federt tatsächlich nicht, sondern der Widerstand ist so hoch, für den Federweg quasi, dass er sich einfach aufbockt. Also er fährt zwar rüber, anders ist es mit den Hinterrädern, die halt auf so Boogies quasi lagernd sind. Aber letztendlich, das Feature der Federung ist hier völlig nutzlos. Also eigentlich müsste er jetzt hier so hochfedern, macht er aber nicht, weil der Widerstand zu hoch ist. Das Hauptfeature des Sets ist so ein bisschen, ja. Man kann ihn natürlich aufklappen. Er hat hinten eine Laderampe, wo man Sachen reinpacken kann. Ich habe es jetzt ganz festgedrückt. Und das ist auch ein relativ neues Formteil, zumindest kenne ich das nicht. Gut, ich baue recht wenig City. Und dann kann man hier das Cockpit quasi öffnen. Und hinten die Klappe. Und man sieht hier, ganz interessant, wenn das Licht jetzt einfängt, hier mit so einem Bedienfeld, was bedruckt ist. Licht steht ein bisschen doof. Und dann kann man hier die beiden Figuren reinsetzen. Das Equipment haue ich mal hinten rein. Und dann hier nochmal ein grünes vorne. Ein bisschen zurück. So. Und nochmal blau. Ja, nur blau. Macht Sinn. Ist hinten. Da kann man den Rüssel hier schließen. Und ruft er und dann fährt er durch die Gegend. Und diesen Roboter. Ja. Also für mich sieht das irgendwie aus wie ein Staubsauger. Und da hinten hier nochmal so ein Batterie-Symbol, Batterie-Pack. Ich denke mal, den stoppt man auch hier irgendwo rein. Und dann hat er hier, das kann man abnehmen. Zumindest, ja, komm her. Auf beiden Seiten. Transparent lila. Das sind so Batterie. Packs. Ich weiß dann nicht so unbedingt, warum die da sind, aber da sind Battery Packs. Also wird so schon sein Sinn, ob das für den Antrieb ist oder für das Equipment. Das wird sich zeigen, aber ich finde ihn schick. Und wie gesagt, die Aliens, ist fast schon ein Staubsaugermaterial hier, die sind hier einfach nur so reingesetzt. Die sehen merkwürdig aus. Die passen auch da rein. Das ist also weiter rein. Das ist Kuschelkurs. So. Und hier noch so ein transparent lilaner Kristall. Also so ein bisschen Gebimsel, damit der Rover nicht allein ist. Zu den Impressionen. Ich finde das Design klasse. Ich finde auch schick und cool, dass der so ein bisschen nach unten geneigt ist. Und so ein bisschen hochgebockt.
Das Design ist cool, schön futuristisch, weg von diesem, ja, das, was wir vor letztes Jahr hatten oder vor 2 Jahren, dieses Space-Thema, was eher so ein bisschen traditioneller Design war. Das ist ja sehr, ich würde fast schon sagen, so ein bisschen abgespaced, ein bisschen erinnernd an so die Sachen oder halt von die Richtung von Sachen, die wir halt früher hatten. Ja, ich weiß, früher war es besser. Die Räder sind schön. Jetzt habe ich jetzt natürlich 6 von diesen dusseligen Lenkrädern, die ich nicht brauche, aber ich habe den ja nicht zum Ausschlachten gekauft. Schön finde ich, dass man wirklich den öffnen kann und einfach hier schön viel Stauraum hat zum Spielen. Die beiden Figuren passen rein mit Equipment. Hinten passt der Rover rein und das ganze Equipment-Zeug. Einzig finde ich, dass es ein bisschen schwer geht, die hier aufzusetzen. Von der Konstruktion her ist das schön von dieser Lagerung der Hinterachsen. Hätten sie nicht machen müssen, haben sie aber gemacht. Sehr, sehr schön. Hat man natürlich auch ein paar schöne Achsen und Liftarme. Für mich zumindest. Die Räder sind schick. Sehr schick sind halt die Federung. Sind eigentlich so hart wie die weichen grauen Schockabsorber, sind jetzt aber mit einer neuen Federung. Muss ich mal testen, ob die genauso hart sind wie die alten. Jo. Downside: Das Affentheater mit den Aliens, das ist so irgendwie hingerotzt. Also, das sind halt 10 Teile, sollen nach irgendwas coolem, Alienartiges sein. Ich finde, der allein hätte das schon gerockt. Ah ja, jetzt hat man hier ein bisschen tannfarbenes oder dark-tannfarbenes Gemüse. Ja. Naja, kommen wir gleich zum Fazit. Aber erst nochmal das Restgemüse. Das ist hier so eine bunte Mischung aus Gerümpel. Ja, das kommt in die Restekiste. Und dann sehen wir uns gleich zum Fazit. Da haben wir ihn. Ich habe mir was gezeigt, was er kann, wie der Bau war, wie ich ihn finde. Was ich cool finde an dem, ist hinten die Radaufhängung und dass man innen so viel Platz hat. Was ich so ein bisschen fail finde, ist, dass hier diese Aufhängung, diese Federung, dass sie zwar da ist, aber dass sie in der Praxis eigentlich nutzlos ist, weil der Widerstand viel zu hoch ist und der fährt einfach dann einfach über das Objekt drüber, als dass er federn würde. Trotzdem netter Touch, schöne Elemente dadurch, gerade diese neuen Fehlerelemente, finde ich gut gelungen. Das Design ist klasse. Dieses schöne weiße Farbspektrum mit Akzenten oder mit einer Kombination aus Weiß und Schwarz mit Akzenten Orange. Sehr cooles Design, gefällt mir sehr. Bin sehr gespannt, wie die anderen Space-Sets sein werden. Da werde ich in einigen Themengebieten, bei Friends vielleicht, bei Technik auf jeden Fall, werde ich mal gucken, wie die Sachen da sein werden. Und ja, nochmal für euch, so sieht er aus. Cool, kleiner Rover. Das andere, die Alien-Gebimsel, das ist jetzt, ist dabei, muss jetzt nicht unbedingt da sein. Es ist, hat man mal ein bisschen Tannsteine und irgendwelche komischen Aliens mit 3 Augen, die aussehen wie Topfpflanzen. Naja, das war's auch wieder von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir gerne in den Kommentaren, wie ihr den Warp findet und wie ihr generell die Videos findet. Ihr kennt das gehabene Getue. Naja, was man halt so sagt auf YouTube. Lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Ihr könnt auch ruhig den Daumen runter geben, wenn ihr es doof fandet. Kommentar, wenn es euch total gut gefallen hat, lasst doch gerne mal ein Abo da. Es wird mich sehr freuen. Auch was mich total freut, ist, wie sich der Kanal momentan entwickelt. Weshalb ich auch quasi jetzt hier diese Videos ohne Tisch mache, weil es halt so Aufwand. Und habe jetzt, glaube ich, herausgefunden, wie ich 2 Videos die Woche durchhalte. Sogar noch mehr teilweise. Und trotzdem noch Freizeit habe. Und muss aber sagen, es macht Spaß und es macht Spaß, wie sich der Kanal entwickelt. Vielen Dank an alle, die eingeschaltet haben. Ist eine große Freude, dass es euch gefällt und dass ihr Spaß daran habt. Mir macht es einen Heidenspaß und so viel Spaß, dass ich jetzt dazu übergehe, einfach deutlich mehr Aufwand für diese Videos zu betreiben.
Ich glaube, das merkt man auch im Resultat. Und das ist jetzt genug für Schwafel von meiner Seite. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag und bis zum nächsten Mal. Wahrscheinlich Dienstag oder Donnerstag. Mal gucken. Und euch eine tolle Zeit und ciao.